Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Und genau, jawohl. Allererste Folge mit neuen Rechner tatsächlich. ich muss gerade mal kurz leiser machen. Genau, allererste Folge mit neuen PC. Ja, Freunde, es ist tatsächlich soweit. Ich habe mir einen neuen PC angeschafft. Und machst du bitte die Kamera hinter dich? Ja, das geht nicht. Und, jawohl. Ich hoffe, dass jetzt vieles besser wird, auch von den Renderzeiten und alles. Und, ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt natürlich noch, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Aber ich glaube, wir waren hier im Keller, ist das richtig? Keine Landkarte. Ah, super. Und, ihr hattet mir noch geschrieben, dass ich hier mit dieser Plastikflasche was machen kann. Und zwar, dass man damit irgendwie bei der Pflanze irgendwie Blut aufsammeln kann oder so. Ich schaue mir das alles jetzt nochmal an. Aber ich musste halt erstmal alles ja einstellen soweit. Und wie gesagt, komplett neuer Rechner. Oh mein Gott, ich bin auf dem Stand der Zeit angekommen. Ja, es ist soweit. Ich freue mich auch so sehr, dass das jetzt geklappt hat hier alles. Und auch, dass der Speicherstand noch funktionierte. So, und genau, neues Aufnahmetool. Ihr seht jetzt oben links nicht mehr den Timer. Und ja, ich nehme es jetzt ganz mit einem Nvidia-Tool auf, statt einem AMD-Tool, weil ich mir eine Nvidia-Grafikkarte besorgt habe. Genau. Womit das auch deutlich schneller gehen sollte jetzt mit dem Rendern. Ganz genau. Nur audiomäßig bin ich tatsächlich nicht zu 100% zufrieden. Aber, wie gesagt, das ist alles, glaube ich, Einstellungssache. Und genau, wir müssen hier nämlich raus aus dem Keller. So, wenn jetzt hier wieder Zombies kommen. Ich dachte schon, jetzt kommt eine Filmszene, ey. Okay. Ah, da links. Da kommt einer. Haha, da kommt doch direkt schon wieder einer da. Da ist ein Zombie hier. Na komm. Wow. Mit zwei Schlägen kaputt. Genau, zu diesen Zombies habt ihr auch was gesagt. Und zwar, dass sie Parasiten auf dem Rücken, die da befallen haben. Oh mein Gott. Das ist ziemlich eklig. Und hier könnten wir jetzt speichern. Aber das lassen wir bald. Der Grund, warum ich da noch nicht durch die Tür da unten gegangen bin, ist ganz einfach. Ich möchte mir das Ganze hier jetzt nochmal anschauen. Weil ich glaube... und weiter. Danke. Der bewegt sich noch. Oh Gott. Ich möchte wieder mich nochmal was Spezielles anschauen. Und zwar, wir haben ja diese leere... Diese leere Plastikflasche im Inventar, ne? Und ich glaube, dass wir damit nochmal zu dieser Blutlache da müssen. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber das war so. Ich glaube zumindest, dass es so war. Ach, guck mal hier. Ne, hier ist nichts drin. Okay. Wir sind nach wie vor im Angie Miller Krankenhaus auf der Suche nach Cheryl. Und... Ja, wie gesagt, sehr, sehr komischer Bereich hier tatsächlich. Und sehr, sehr verwirrender Bereich. Also, das Blöde ist halt... Achso, nee, das war der Bereich mit dem Fenster. Okay, weil man hier halt auch keine Karte hat, ne? Und, ja, das ist halt das Blöde wirklich. So, wo war denn das jetzt nochmal mit dem... Mit der Blutlache. Ich kontrolliere erstmal alles ab hier. Da ist noch eine große Tür, die klemmt auch. Oh mein Gott. So, dann gehen wir mal hoch noch. Gehen wir ganz klassisch hier über die Treppen hoch. Ich meine, warum denn nicht, ne? So. Dann haben wir hier, jetzt sind wir im zweiten Stock. Okay. Genau, das könnte sein, dass das hier irgendwo ist. Hier war die Todesliste, links, genau. Ach du Scheiße, ey. So viele Türen hier.
Das gibt's ja gar nicht. So, wo war denn das jetzt, Leute? Das wird, wie gesagt, das würde ich mir gerne vorher noch anschauen, weil das wohl wichtig ist. Gehen wir mal hier. Ja, ich stopfe jetzt einfach hier durch die... Ach, das war die Tür. Verdammt! Ich stopfe einfach mal durch jede Tür, die hier irgendwie offen ist. Einfach um zu gucken... Ja, einfach um zu gucken, ob hier irgendwo dieses Ding ist... Nee, das ist die Pflanze, ne? Das ist die Pflanze. Das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Nee. Ist die Pflanze? Die ekelhafte Pflanze da, ey. Die brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Da hinten ist, glaube ich... Nee, da ist auch nichts mehr. Okay, dann können wir vorne in die Haupttür. Klatsch. Voll an die Wand hier. Wo war sie denn? Bin ich ja jetzt total bescheuert. Hä? Wartet mal. Nee, hier sind wir doch... Boah, dieses Krankenhaus. Da. So. Nee, das war... Verdammt, Leute. Ja, das ist ein bisschen... verwirrend gerade hier. Die klemmen beide, ne? Ja, wo war das denn jetzt nochmal? Es muss doch hier irgendwo... Nee, da ist zum dritten Stock. War das nicht? Wartet mal, ich gehe mal ganz langsam hier rum. So. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt tatsächlich, weil ich länger nicht gespielt habe. Das tut mir leid, aber hier war sie doch. Ah, toll. Toll, das ist die Plattentür gewesen. Ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir ins nächste Stockwerk. Hier raus und dann hier hoch. Wie gesagt, Freunde, ich bin ein bisschen verwirrt jetzt, was Silent Hill angeht, weil ich habe länger nicht gespielt. Und, dieses Gebäude hier ist halt extrem groß. Das sind die Clues, da brauchen wir nichts mehr. Aber ist doch cool, nochmal, alle Türen hier nochmal zu sehen, so im Schnelldurchgang. Lass mich raten, hier geht's nochmal in den Bereich mit neuen Türen? Jawohl. Gut, dann schauen wir uns nochmal hier die Tür an. War das nicht das? Ach so, nee, das war dieser komische Vogelkäfig. Oh mein Gott. Jawohl. Und da sind wir eben reingekommen, glaube ich. Oder sind wir da reingekommen? Ich glaube. Nee, das war der Bereich, der zur... Okay. Das war der Bereich, der zum Rätsel geht. Da sind wir reingekommen. Genau, dann müssen wir hier weiterschauen. Okay, war das nicht... Da liegt auch kein Blutlache auf dem Boden, ne? Sonst gehe ich unten durch die Tür. Wenn ich das jetzt nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten finde... Dann müsst ihr mir nochmal sagen, auf welchem Stockwerk das ist. Dann gucke ich mir das nochmal an in der überall. Was ist das? Ach, wartet mal. Eine Stahlplatte ist an die Wand geschraubt. Müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwann was machen. Ah, okay. Ja, interessant. Aber ich hätte jetzt gerne dieses... blöde Ding mit der Flasche. Das heißt, gehen wir hier rein. Und gehen wir hier rein. So. Mal gucken, wo das... Ach, das ist... Ja, toll. Das ist einfach der andere Bereich. Scheiße. Okay, da sind wir reingekommen. Dann gehen wir mal hier hin. Genau, hier ist diese... Diese ekelhafte Mucke, die klemmt. Wir gehen hier so schnell wie möglich wieder raus, weil ich diese Musik nicht mag. So, Freunde. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt. Auch wenn wir jetzt schon hier seit 10 Minuten rumsuchen. Aber das scheint scheinbar
von dem Spiel gewollt zu sein hier. Toll. Das ist der Aufzug. Aber hier vorne ist doch noch... Ah, klemmt. Okay. Okay, hier ist jetzt noch... Hier ist jetzt so ein Krankenbett. Da haben wir die Platte aber rausgenommen. Schaut mal. Okay. Ja, doof. Ganz tolle Musik, ne? Schloss klemmt. Wir gucken mal in den vierten Stock. Mal gucken, was es da so gibt für uns. Und, ja. Ich meine, wir sind ja jetzt auf dem zweiten, oder? Nee, dritten. Witzig. Vierte Stock fehlt. Ihr seid ja ganz toll. Echt. Dann geh auf den... Muss ich erst runterfahren? Und dann wieder... Nein, ich will gar nicht raus. Ach, wartet mal. Da oben gibt es doch so Pfeiltasten. Das heißt, man könnte die Tür auch auf und zu machen. Ach man, wo war denn jetzt dieses blöde Geheimnis? Das klemmt. So, wir gucken uns jetzt nochmal ein bisschen genauer hier um. Also die... Bisschen verwirrt. Ich bin echt verwirrt, Freunde. Wo war das? Wissen, wo war das? War das dann weiter oben? Also hier oder was? Oh Gott, das kann ich mir irgendwie. Oh. Na toll, hier ist komplett zu. Wir kommen nicht mehr auf den vierten Stock. Was soll das denn? Na gut, ist da was, Freunde? Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ob ich das mit der Flasche... Ja, ja, Harry, du bist erschöpft. Tut mir ja auch leid, dass ich dich hier so rumrennen lasse. Aber ich bin gerade ein bisschen orientierungslos, muss ich ganz ehrlich so sagen. Wir gehen wieder in den Keller. Mir ist das jetzt egal. Wir haben bis hier 13 Minuten rumgesucht. Ich weiß nicht, wo es ist. Wir haben von dem blöden Bereich hier... wir haben von dem blöden Bereich hier auch keine Karte. Deshalb... nee, wisst ihr was? Ich mach das einfach komplett anders. Wir haben ja einen Safe State. Können wir einfach auf den Folgeanfang gehen. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, toll. Das klemmt eh. Super, ne? Ganz toll. Scheiße. Ich hatte jetzt gedacht, dass es da weitergeht. Aber tatsächlich nicht. Okay, dann schauen wir uns doch nochmal hier in dem... Nee, das war falsch. Wartet mal. Wir schauen uns nochmal hier unten in diesem komischen Keller um. So. Jetzt mal ganz langsam. So, war es vielleicht hier irgendwo? Ist das ein Krankenbett? Nein. Okay. Das ist aber auch ein verwirrender Bereich. Also erstmal wirklich. Ah! Gott, was war denn das? Alter, erschreck mich nicht so. Lass mich hier raus. Tch. So, da sind wir reingekommen. Wir gucken uns den hier Bereich jetzt nochmal an. Och man, ich hasse sowas, Freunde. Total rumirren hier. Ach genau, hier war dieses Bild, ne? Hier war dieses komische... Alessa-Bild. Ah, stimmt. Wir gehen direkt hier vorne rein. Das Schloss klemmt. Und das war schon wieder an Türen hier. Super. Ganz toll. Ja, das ist gerade echt geil. Ach, Mann. Was ist denn jetzt hier noch?
Okay. Ups, das war's. So, da bin ich wieder. ja. Wartet mal, ich mach mal kurz Pause mit der Uhr. Ist alles ein bisschen merkwürdig hier. Also, ich fahre einfach nochmal ins Erdgeschoss. Mit dem Aufzug da. Weil es kann doch nicht sein, dass wir hier gar nichts finden. Wartet mal. So, na toll, jetzt habe ich komplett abgebrochen die Uhr. Ich glaube, das waren noch 13 Minuten. Ja, neuerdings muss ich wieder mit der klassischen Uhr arbeiten, in meinen Aufnahmen. Das liegt einfach daran, weil das neue Aufnahmeprogramm oben links keinen Timer hat. So, wir gehen in den ersten Stock. So, ins Erdgeschoss. Weil es muss doch hier irgendwas geben. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Okay, hier gibt es schon mal Zombies auf jeden Fall. Höchst interessant. Den machen wir mal platt. Okay. Zum Glück ist diese Waffe saueffizient, was Zombies angeht. Meine Güte. Nein, ich will nicht wieder runter. Ich möchte jetzt erstmal hier in dem Kellergeschoss bleiben, Erdgeschoss bleiben. Irgendwas muss doch hier sein, sag mal. Das ist gerade ein bisschen verwirrend. Silent Hill, ey. Manchmal, ja. Manchmal ist komisch, ne? So, gehen wir doch nochmal hier durch. Ne, hier ist nur der Speicherpunkt, verdammt. Aber speichern möchte ich das jetzt nicht, weil wir haben doch gar nichts erlebt hier. Wir haben nur ein paar Gegner platt gemacht. Das ist die blöde Küche, da gehe ich auch wieder raus. So, war das jetzt hier lang? Ne, da war das Fenster, okay. Hier muss doch irgendwas sein in diesem Krankenhaus. Ihr könnt mich doch nicht verkackeiern. Ist mal wirklich. Hier vorne vielleicht? Hier? Ah, ne, hier ist die. Hier ist das Fenster. Och Mann, Leute. Also gleich gucke ich mir eine Lösung an. Wenn das so weitergeht. Genau das hier habe ich doch gesucht. Genau diesen Bereich. Ah, schaut mal. Den Schlüssel zum Untersuchungszimmer. Ha! Das heißt, hier sind wir goldrichtig. Oh mein Gott, wir haben es endlich gefunden. Wow, und eine Cutscene. Alles klar. Finally, someone else who's okay. Who are you? My name's Lisa Garland. What's yours? Harry Mason. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? I must have gotten knocked out. When I came to, everyone was gone. It's awful. So you don't know anything either. Great. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old? A 7-year-old girl. What, she's your daughter? Yes. A 7-year-old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No. Why? Is there something down there? You don't know?
Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's... Damn! My head... What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Was I dreaming? You were too late. It's you. Yes, Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. What's going on? Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the schoolyard. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Hey, wait! Aha. Also, wir haben die Priesterin Dahlia wieder gesehen. Und scheinbar eine noch lebende Krankenschwester. Okay. Und natürlich wissen beide nicht, wo unsere Tochter ist. Nur diese die Priesterin hat wieder irgendwelches komisches Zeug gelabert. Und schauen wir uns doch mal hier nochmal um. Oh. Ein Schlüssel zum Antiquitätenladen. Ja. Haben wir wieder eine... Wieder keine Karte von dem Zeug hier. Verdammt nochmal. Ich würde mich gerne mal hier umschauen. So. Ah, und wir sind wieder in der normalen Welt. Ja, Gott sei Dank. Freunde. Wir sind nicht mehr in dieser komischen Parallelwelt. Ich würde mich gern nochmal hier umschauen, wenn ich das... Darf ich das nicht mehr? Ich würde nämlich gerne die Sache mit der Flasche nochmal, weil ihr hattet gesagt, das ist wichtig. Wartet mal. Wo war denn... Wartet mal gerade. Ah, jetzt sind wir wieder... So, die Karten... Ah! Wartet mal, geh mal raus da. Die Karten... Wir haben noch 5 Minuten. So. Verdammt nochmal. Jetzt aber. Das sieht schlecht aus. Ah, warte, oder? Nee, wir kommen. Nein, okay. Ich würde nämlich gerne nochmal die Räume von rechts nach links alle durchsuchen. Wenn ich das denn darf. Wartet mal. Da gibt's nichts mehr. Darf ich nochmal zurück? Ich hoffe. Ich hoffe so stark, dass wir das nochmal dürfen. Das war hier dann nochmal... Ah ja, das sieht gut aus. Okay. Also, ah, wir kommen nochmal rein. Das ist sehr gut. So. Ich schau mal kurz auf die Karte. So, ich fange mal nochmal jetzt, wo wir hier nochmal in dem normalen Bild sind, fangen wir nochmal hier an. Ach, das ist okay. Ah, Gott sei Dank. Ich würde gerne hier rein. Klemmt auch. Das klemmt. Warum klemmt das, Freunde? Weil ich glaube, ihr hattet geschrieben, dass es hier drinne war. Wartet mal gerade.
Das ist gerade ein bisschen merkwürdig. Wartet mal, Freunde. Ich würde das gerne jetzt nochmal, mir anschauen, weil das ist ending relevant. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück auf den alten Speicherpunkt und werde euch wieder draufschalten, wenn ich diese rote Flüssigkeit gefunden habe. Okay? Also dann, bis gleich. Gut, Freunde, ja, da bin ich wieder. Ich konnte tatsächlich nicht mehr hier in diesen Raum rein. In der anderen Welt. Also, das ist irgendwie saumerkwürdig. Dass ich, also, es war scheinbar tatsächlich hier drin. Aber, wie gesagt, ich kann dieses Ding jetzt nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob jetzt davon irgendwas kaputt geht und Ending relevant ist. Aber ich kam einfach nicht mehr da rein. Na, die haben mich einfach nicht da reingelassen. Und nichts Ungewöhnliches. Gut, Freunde, würde ich sagen, wir machen jetzt auf den Weg in diesen Antiquitäten. Allerdings, ja. Genau. Wir müssen aus dem Krankenhaus raus. Wir können einmal speichern. Das werde ich auch tun, in dem Fall. So, meine Fresse. Okay. Dann raus aus dem Krankenhaus. Wir haben einen neuen Bereich vor uns, ja, und ich weiß nicht, ob das jetzt, wie gesagt, schlimm war, dass wir das da mit der Flasche nicht gemacht haben. Das müsst ihr mir sagen. Gut, wo müssen wir jetzt genau hin? Also wir sind jetzt nicht mehr im Krankenhaus tatsächlich, sondern wir müssen in Antiquitäten. Aber der war doch auf der anderen Seite, oder? Was kommt denn da jetzt für ein Sound? Um Himmels Willen, was ist denn jetzt los? Oh. Oh, was ist... Das ist ja ekelig. Ah, was ist das für ein Sound? Ist der normal? Boah, ist der normal? Boah, das ist ja echt widerlich. Das ist ja krank hier. Ah, mach diesen Sound weg. Was ist das? Ist das normal? Ich hoffe mal, weil das ein komischer Sound ist. So. Geht der nicht weg, der Sound? Ah, das ist ja nervig, richtig nervig. Alter Schwede, Leute. Boah, das ist ja... Danke. Mann. Antiquitätenladen. Nee, das ist... Okay. Wir müssen wieder zurück, warum auch immer. Alles klar. Meine Uhr sagt auch schon, dass wir voll sind mit der Folge. Gut. Und der Sound ist weg. Sehr schön. Gut, Antiquitätenladen. Müssen wir dann beim nächsten Mal hin. Polizei. Post Office. Ah, da ist dieser blöde Sound wieder. Nee. Wo ist denn der Antiquitätenladen, sagt man? Naja gut, ich würde vorschlagen, das finden wir dann beim nächsten Mal raus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erstens gerne weiter den Kanal. Und ja, wir sehen bei Silent Hill weiter. Jetzt sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.